Türchen, der 6. Dezember und gleichzeitig ist heute Nikolaustag. Ich denke mal, die braven Kinder unter euch haben schon ihren Schuh rausgestellt oder hatten schon Besuch vom Nikolaus und haben dann auch ihre Geschenke bekommen. Ich denke nicht, dass so viele Ruten verteilt worden sind, aber ja, manchmal muss es sein und manchmal hilft das auch für den Rest vom Jahr oder für das kommende Jahr, um da eine Verbesserung im Benehmen hervorzurufen. Ich habe keine Rute für euch, sondern ein wirklich besonderes Bier und auch ein Bier, was es so von dieser, einer meiner Lieblingsbrauereien, noch nicht gab. Denn es ist eine Sonderedition von Atrium aus Marche aux Femmes, die auch in den letzten 2 Jahren schon mit dabei waren. Eigentlich seit ihrer Gründung, Ende 2018, glaube ich, haben sie die Gründung gefeiert und feiern dann eben dieses Jahr ihren dritten Geburtstag. Ich glaube, kommendes Wochenende ist es soweit. Paula und Valerie haben sich wirklich einen Namen gemacht auf die letzten Jahre, Unmengen an Preisen gewonnen. Sie haben jetzt noch für ihr Onyx einen Imperial Stout die Goldmedaille bekommen auf dem European Beer Star. Und eigentlich das wichtigste Ereignis für sie beiden, sie sind vor 2 Monaten Eltern geworden vom kleinen Raphael. Also wie man sieht, klappt das durchaus, so eine Firma, so eine Brauerei dann zu zweit zu führen in einer ja jetzt kleinen Familie. Und ja, wie gesagt, das Mysteriosa heute ist ein Black IPA und wurde speziell gebraut für die Bierlovers-Cafés, von denen es, ich glaube, 3 oder 4 in der Wallonie gibt. Und der Drink, der Special Beer, also der diese Bierlovers-Cafés quasi beliefert mit den verschiedensten Bieren, mit dem konnte ich dieses Jahr zusammenarbeiten und somit haben wir auch er in seinem Adventskalender und ich auch in meinem und es gibt es auch, glaube ich, vom Fass in verschiedenen Cafés dieses Bier ergattern können. Ja, vielen Dank an Noe von Special Drink the Special Beer und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt schon in der Vorrecherche ein bisschen geschaut, wann es eigentlich die ersten Black IPAs gab, denn das ist eigentlich ja, ein Name, der nicht wirklich Sinn macht, denn ein IPA ist ein India Pale Ale, also ein blasses oder helles Ale. Und wie man an der Farbe sehen kann, ist man beim Black IPA eher auf der Porter- oder Stout-Seite. Und die meisten sprechen davon, dass die ersten Black IPAs schon in den 1800er Jahren gebraut worden sind. Vor allem von den Engländern, die dann dieses Bier, was dann sehr stark gehopft war, nach Indien verschifft haben, wo ja auch der Name India Pale Ale herkam, aber eigentlich wurde viel mehr Porter auch rübergebracht und das war dann eben stärker gehopft und da kann man eigentlich schon von einem, ja, wenn man so will, India Black Ale sprechen, also ein dunkles Bier mit Röstaromen, Röstaromen, Kaffee, Schokolade, was man vom Porter kennt, nur eben stärker gehopft. Mittlerweile hat sich das IPA aber durchgesetzt und deswegen benutzen die meisten eben trotzdem dieses IPA quasi als Verkaufsargument und setzen das Black dann eben davor, um dann eben darauf hinzuweisen, dass man hier ein stark gehopftes dunkles Bier hat. Das sieht man dann auch bei der Farbe. Hier steht IBU oder EBC 60, IBU 40, also schon ordentliche Bittere drin und eben dann auch noch ein bisschen Hafer, was dem Ganzen so ein bisschen Cremigkeit verleihen sollte. Wie man sieht, schön schwarz, blickdicht. Schöner, cremiger, brauner, hellbrauner Schaum. Hält sich auch super gut. Und dann riechen wir mal, da hat man sofort diese total untypische Nase für so ein Bier. Wenn man das so sehen würde, würde man das gar nicht erwarten. Man hat so dieses Zitrus, vielleicht ein bisschen Ananas, Pampelmuse und überhaupt keine Röstaromen oder dergleichen. Und dann probieren wir mal. Man hat eine schön angenehme Kohlensäure. Man hat das schön, das ist so schön vollmundig, trotzdem leicht trinkbar. Und dann hat man eben so ein ganz leichte Röstaromen, die jetzt rauskommen. Ganz leichte Kaffee, Schokoladennote, aber eben dieses Frische von dem Hopfen. Und dann hinten raus diese Bittere, die man eher auch vom Hopfen kennt und nicht von diesen Röstmalzen. Nicht so stechend bittern, sondern eher auch schön leicht. Und dieses Hafer, was dann hier mit verbraut ist, gibt dem Ganzen nochmal ja, so schönen Nachklang hinten raus, der dann so ein bisschen weicher abklingt, als man jetzt bei einem
so stark gehopften IPA erwarten würde, wo man dann eben keinen Hafer mit drin hat. Wieder mal ein absoluter Knaller von einem Bier von dieser wunderbaren Brauerei in Marche-au-Famenne. Wer mal dort ist am Wochenende, sollte auf jeden Fall die Brauerei besuchen. Immer jede Menge Biere, eigene Biere an den Zapfhähnen. Mittlerweile haben sie ein bisschen ausgebaut, können somit auch Gastbiere mit anbieten. Und sie haben eben eine Palette, die eigentlich jedem gefallen ist. Also jeder findet da ein Bier, was zu ihm passt. Und ja, mit dieser Empfehlung und mit diesem schönen Start in die Woche entlasse ich euch dann. Und dann sehen wir uns morgen zum siebten Bier wieder. Danke Atrium, danke an die Bierlovers Cafés, dass ich das Bier auch anbieten darf für euch. Und ja, bis morgen und Prost, lasst es euch schmecken.